Das ist eine dimmbare LED-Leuchte von JJC. Das ist die LED 60. Die kann man also an Objektiven verschiedenster Gewindegröße anbringen und dann Produkt- bzw. Makrofotografie ausführen. Ich werde dir hier in diesem Film mal so ein bisschen kurz erklären und vorstellen. Wir fangen auch direkt mal an. Hier auf der Rückseite an den Seiten befinden sich dann hier die Batteriefächer. Da kommen also diese ganz normalen kleinen Batterien rein. Einmal ringsrum, habe ich natürlich schon vorbereitet. Würde ja sonst ewig dauern. Und dann wird das Ganze hier über einen Adapterring auch mitgeliefert werden in den verschiedensten Größen. Also 67 mm, 58, 55, 62, 52 und 49. Da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Dann nimmt man sich einfach eine Spiegelreflex und ein Objektiv, mit dem man das machen möchte. Und dann wird dieser Filterring hier am Objektivgewinde befestigt. Und dann wird die LED-Leuchte da einfach aufgesteckt. Wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe also jetzt herausgefunden, dass hier für dieses 1,850 mm Nikon-Objektiv hier vorne ein Adapter notwendig ist für die LED-Leuchte mit 52 mm Gewindedurchmesser. Den habe ich mir jetzt ausgesucht. Der wird dann einfach hier vorne angesetzt. So, festgedreht. Und jetzt kann ich hier über die Führungsschienen auf der Rückseite der LED-Leuchte dann einfach hier, indem ich das dann hier überstecke, die LED-Leuchte am Objektiv befestigen. Das macht auch einmal Knack, rastet dann ein, ist natürlich auch total fest. Zum Abnehmen wird das Ganze dann einfach wieder rausgezogen. Und ja, das war es im Prinzip schon. Das Ganze ist jetzt hier befestigt. Man kann also loslegen. Fehlt natürlich noch mal kurz die Demonstration mit der Lichtstärke. An der Seite befindet sich dann hier ein Schieberegler, der auch als Ein- und Ausschalter fungiert. Der ist natürlich logischerweise jetzt aus. Stelle ich mal eben hier das Ringlicht mit der Kamera mal eben so hin, damit Sie auch ein bisschen was sehen können, was die Lichtintensität angeht. Ich mache das Ganze einfach mal an. Zack, das ist die kleinste Stufe, kann man ganz gut sehen. Und wenn ich jetzt hier regle, dann erhöht sich logischerweise auch hier der Output. Output ist auch schön, der Output an Lichtstärke. Das kann man jetzt hier ein bisschen schlecht rüberbringen, wenn die Kamera das filmt, aber das ist schon ganz ordentlich und ziemlich hell. Ich regle hier nochmal eben kurz runter. Das ist also die höchste Stufe. So, da können Sie ein bisschen was sehen auf der weißen Tischoberfläche und jetzt regle ich mal runter. Ist also im Prinzip eigentlich klar, was gemeint ist. Das also hier über die Ein- und Ausschaltfunktion an der Seite. Dann befindet sich hier noch der Eingang für eine externe Stromquelle. Da kann man also ein Netzteil anschließen, das Ganze benötigt 6 Volt. Das hat man vielleicht irgendwie auch überall rumfliegen. Ansonsten können Sie es als Zubehör bei uns im Shop erwerben. Und dann kann man hier also loslegen und kann also spezielle Produktfotografie betreiben, aber auch Porträtfotografie oder halt eben auch die Makrofotografie. Das also hier das dimmbare LED-Ringlicht für die Spiegelreflex- und Systemkameras von JJC, die LED 60 inklusive der ganzen Adapter, die mitgeliefert werden. Die genauen Daten stehen dann im Produkttext.